Hey, meine lieben Freunde, willkommen zu Dishonored. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt alles hintereinander bringe, ich werde es auch alles hintereinander bringen. Ich glaube, das wäre... Na gut, es ist halt so. Es war eine ganze Menge Dishonored, aber es sind halt andere Teile und ich würde das gerne alles spielen hintereinander, wenn es halt noch frisch ist. Ja, ist halt so. Auf jeden Fall Dishonored, das zweite oder das letzte, auf jeden Fall das letzte Add-on. So wie das aussieht, tut es auch gleich nach den letzten Add-on auch noch weiterspielen. Ah, ich bin gespannt. Ich werde mal nicht weiter drum herum quatschen. Okay. Was sind deine Kräfte? Welche? Lass mal. Niedriger Chaos Faktor, ja. Ah, alles klar. Ja. Cool. Ach, es basiert also wirklich darauf. Wir spielen. Guck mal, jetzt können wir auf den letzten nehmen. Wir spielen aber Veteran weiter. Es basiert wirklich. Also, das ist auch geil. Eigentlich ist es sozusagen, kann man das so sehen, es ist eine DLC von einer DLC irgendwie, oder? Weil. Es geht ja, sag ich mal, ohne die andere geht es ja nicht. Er wusste es. Der schwarzäugige Bastard hat gewusst, dass nach dem Tod der Kaiserin durch mich und der Übergabe ihrer Tochter an den Lordregenten alles zusammenbrechen würde. Und trotzdem hat er nur zugesehen, wie die Welt in den Abgrund stürzt. Der schwarzäugige Bastard. Die Seuche rafft die Stadt dahin. Überall Korruption. Ein brutaler Mörder streift nachts durch die Straßen und übt Rache. Die Aufseher haben mein Versteck im überschwemmten Bezirk gestürmt. Und ich kämpfe mit einer verrückten Hexe namens Delilah um das Schicksal des Kaiserreichs. Ich wurde dafür bestraft, aber das Schicksal bestraft die Bösen eigentlich nicht. Wir leben mit unseren Entscheidungen, egal was kommt. Und der Rest ist egal. Ich bin gewarnt worden. Hä? Das ist doch der niedrige Chaos-Faktor, oder? Die Männer haben sich vom Angriff erholt. Aber sie ahnen nicht, in welcher Gefahr sie schweben. Meine Mutter hat mich gewarnt. Leg dich nie mit einer Hexe an. Ja. Aber er ist... nett. So. Corvo. Willst du deine Schuld begleichen? Ihnen ist doch klar, dass das für sie nicht einfach wird. Ich möchte jetzt aber ihn nicht... Oh. Besiegen. Ah, verdammt! Ja, genau! Ich vergaß. Oh. Alter. Ich kann ihn nicht besiegen. So, klar, stimmt. Wir sind in der Zeitlupe. Alter. Ich hab gar nichts. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Ich mach's einfach. Wo ist... Kann ich sterben? Aber eigentlich hat er mich doch nicht umgebracht. Wartet mal. Kann ich nochmal neu machen? Was gibt's? Thomas ist mit den gewünschten Informationen zurück. Ja, warte. Nee, Mann, wartet mal. Bisschen abbrechen. Verdammt. Wartet. Ich will es nochmal machen. Das tut mir leid. Ich dachte, man kann ihn nicht, oder soll ihn nicht besiegen. Ich will es nochmal, jetzt probiere ich es nochmal, ganz normal gegen ihn zu kämpfen. Ja, niedriger Chaos-Faktor, alles klar, benutzen wir. Ein Scheiß-Start, wa? Ich weiß.
draufgeschissen. Bla. Bla. Ich muss es... Oh, sorry, Freunde, das müsst ihr euch kurz nochmal angucken. Die Männer haben sich vom Angriff erholt. Aber sie ahnen nicht, in welcher Gefahr sie schweben. Schlecht. Ich glaube, ich kann nicht gegen ihn gewinnen, wahrscheinlich, oder? Leg dich nie mit einer Hexe an. Warum schwimmen eigentlich meine ganzen Sachen? Corvo, willst du deine Schuld begleichen? Ihnen ist doch klar, dass das für sie nicht einfach wird. Was war denn das? Okay. Ach, Quatsch. Alter, kann man... Ich weiß nicht. Okay. Hä? Ach, es war nur ein Traum, oder was? Was gibt's? Thomas ist mit den gewünschten Informationen zurück. Er wartet unten auf Sie. Vielleicht war das aber nur ein Traum und es geht jetzt weiter. Was ist das? So, das sind jetzt nur die Artefakte nochmal erklärt. Also ganz ehrlich. Hä? Das hatten wir doch aber letztes Mal schon, oder? Ach so, wir haben... Scheiße. Wir haben jetzt nicht... Oder sind das alle... C? Nee. Oh, das ist ein groß... Was bist denn du für eins? Vorteil, erlittener Schaden wird reduziert. Nachteil, gesamte Bewegungsgeschwindigkeit verringert. Scheiße. Das brauchen wir nicht. Maximal wurde leicht erhöht. Erhöht sich und Geschwindigkeit. Nein, das nicht. Ja. 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 Bringt Mana zurück? Ja. Schon bin ich voll. Das. Findest du, okay. Weniger Schaden zu. Gibt etwas mehr Gesundheit zurück. Ja, okay. Das sind nur meine ganzen Artefakte gewesen. Okay. Hier auch nochmal. Hier ist auch noch mal was. Okay. Ich höre doch hier direkt was unter mir. Noch mal was. Kann es sein, dass wir das schon mal gelesen haben? Ich werde es erst später rausfinden. Ich lese mir das ja erst offline durch. Ist mir zu blöd, das mal hier zu cutten und so. So, also ich habe geträumt, dass Corvo mich besucht. Aber ich habe ihn im Traum besiegt. Jetzt kriege ich all meine Fähigkeiten wieder, oder? Die hässliche Klinge. Genau. Ach, guck deine an. Jetzt habe ich auch andere Sachen hier. Was ist das? Zio, okay. Das ist ja eine Sache, die muss ich ja sogar noch scannen. Lebewesen und Körper. Oh.
Was waren hier gewesen letztes Mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder gab es hier nichts weiter? Auf jeden Fall ist hier was entstanden, was ich auf jeden Fall brauche. Das werde ich auch gleich skillen. Das ist diese Fähigkeit, die Corvo am Anfang abgekriegt hat. Und hier brauche ich 4 und ich habe noch 2. Okay. Attentäter, warum Thomas hat auch? Seine Erkundung beendet. Sprechen Sie mit ihm. Und hier wäre zum Lesen. Steht Ihnen das Neueste aus dem Gefängnis. Noch was. Okay. Ich weiß, wo Lizzie Stride ist. Aber sie zu überreden, uns ihr Boot zu leihen, wird nicht leicht. Sie ist in Coldridge. Die haben wohl genug gegen sie in der Hand, um sie für 1000 Jahre einzubuchten. Coldridge, das könnte uns helfen. Wenn wir Stride da rausholen, ist sie uns was schuldig. Dann hätten wir unseren Transport. Sind Sie bereit, Sir? Oder soll ich warten? Warten. Mit Vergnügen. Okay. Hier ist nochmal zum Lesen. So. Oh, hier ist noch was zum Lesen. Okay. Haufenweise Sachen. Upgrades. Ich weiß nicht, ob ich die alle schon gehabt hatte. Ja, das ist auch noch so eine Frage, ob die Upgrades mir jetzt, sag ich mal, noch gut geschrieben bleiben. Rein theoretisch schon, haben sie gesagt. Also, das Spiel hat es mir so gesagt, zumindest. Hier ist noch was. Und mir fehlt noch irgendwo eine Rune, genau da hinten. Geld vor allem, wa? Ja. Ja, warum? Ja. Könnte ich. Gefangene nehmen und so weiter. Genau da von dort. Wachsam wie immer. Brechen wir bald nach Brickmore auf? Bewegende Zeiten, Gentlemen. Aufseher im überschwemmten Bezirk. Hexen in der Stadt. Überall Verräter. Da wäre ich auch nervös. Aber ihr wisst ja, wer die Kaiserin im Dunwall Tower ermordet hat. Und unversehrt zurückgekehrt ist. Ich glaube, sie haben über mich gesprochen. Ich habe sie leider nicht zu Ende sprechen lassen. Okay. Die Fähigkeit ist mir neu. Da bin ich mal gespannt. Dieses Add-on ist auch, glaube ich, recht spät gekommen, Freunde. Das ist jetzt sogar noch in den Läden draußen. So, jetzt haben wir 3. Gut, jetzt haben sie alles zugemacht. Ich guck mich hier noch ganz kurz um. Hier ist nochmal Lektüre zum Lesen. Hier, da ist unten ist auch noch was. Da. Kann ich da rausgehen? Mal gucken. Er soll Rothwell verschont haben. Wird Daud etwa weich? Rothwell taucht so schnell nicht wieder auf. Kümmere du dich lieber um deine Ausdauer. Wenn du meinst, dass ich weich werde, lade ich dich herzlich zu mir ein. Bring ein Schwert mit. Jetzt reden sie schon über mich. Was natürlich einerseits nicht so gut für ihn ist, aber naja. Kann uns egal sein, oder? Hier habe ich doch eben noch. Achso, das ist einfach nur Deko sozusagen, oder was? Ja. Was? Wieso ist der erste Part schon vorbei? Das gibt's nicht. Ich habe da noch gar nichts groß gemacht. Ich wollte aber noch mit ihm kurz quatschen. Ganz kurz noch. Corvo ist da draußen dort. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er hier auftaucht. Jetzt muss er sich mit den Leuten des Lordregenten herumschlagen. Ja. Er ist noch gar nicht bei uns gewesen. Das war, wie gesagt, nur eine Vision. Entschuldigen Sie dort. Aber ich halte es nicht für klug, die Aufseher in der Raffinerie zu verstecken.
Die Karten werden neu gemischt. Sie wissen, wo sie uns finden. Sie dürfen es nur nicht wollen. Okay. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die nächste Folge wird definitiv interessanter. Ciao! Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.